Wir kommen nun mit einigem Verzug, wahrscheinlich 6 Minuten später, deswegen auch offiziell verspätet, wie die Bundesbahn. Ein Bundesbahnzug, habe ich gestern gelernt, ist erst dann verspätet, wenn er 6 Minuten zu spät kommt oder wenn die ganze Reise 16 Minuten verzögert ist, wobei aber niemand weiß, wann es losgeht und wann es endet, also praktisch nie. Gerd, es ist jetzt an dir, über Sezessionen und Zentralismus zu berichten. Vielleicht kannst du auch die Seele der Kölner verteidigen. Wenn dir das nicht gelingt, ist das nicht schlimm für mich als Düsseldorfer. Aber der Kölner Karneval ist ja, hat ja auch Sezessionselemente durchaus. Und es gibt erste Texte im Internet, ist mir aufgefallen, die auffordern, dass die Kölner sich wieder von den Preußen lossagen. Mach uns Hoffnung. Lieber Lichtschlag, liebe Brüder und Brüderinnen, ab jetzt muss ich Ihnen einiges zumuten, es geht in die deutsche Geschichte. Und ich kann Ihnen versprechen, die deutsche Geschichte ist auch ein Märchenland und ist wenigstens so spannend wie eben die Darbietung von Herrn Broder. Aber leider ist es auch wahr, dass wir Deutschen von unserer Geschichte fast abgeschnitten sind, oder? Man kann den Eindruck haben, dass die Deutschen sich nach der Katastrophe ihres Nationalstaates 1945 wirklich von der Geschichte verabschiedet haben. Und diese historische Entwurzelung ist nicht positiv. Sie beraubt der Orientierung und der politischen Selbstsicherheit und macht die Desorientierten bereit zu neuen, irrationalen Utopien. Davon haben sie eben einige Kostproben gegeben. Es ist ja in der Tat bestürzend. Meine Meinung ist, dass wer sich nicht in der Geschichte auskennt, nämlich auch in der Deutschen, wo er lebt, versteht auch die Gegenwart nicht. Ja? Der ist urteilslos, bleibt im Dunkel unerfahren, wie Goethe sagt. Die von den Nazis propagierte Geschichtsauffassung war die Behauptung einer durchgehenden Kontinuität und sogar Zielgerichtetheit von Karl und Otto dem Großen, Martin Luther, Bismarck, Friedrich dem Großen bis zu dem Allergrößten. Mit Hitlers Schicksal war dann auch dieses Geschichtsbild erledigt und die deutsche Geschichte schien insgesamt entwertet. Ein Irrweg von Anfang an, nicht wert, dass man sich mit ihr weiterhin liebevoll oder überhaupt beschäftigte. Für die Historiker der preußisch-deutschen Geschichtslinie von Gustav Treussen und Heinrich von Treitschke an war ein großer Teil der deutschen Geschichte ein Verfallsprozess. Gekennzeichnet durch die Tragödie der Spaltung und den deutschen Krebsübel, Zitat, Krebsübel des Partikularismus und der Sezession. Höhepunkt und Lichtblick war für diese Historiker neben der preußischen Geschichte einzig die mittelalterliche Kaiserzeit der Ottonen, Salier und Staufer. Die deutsche Geschichte ist im Unterschied zur englischen, französischen oder russischen eine Geschichte der Polyarchie, der Vielzentrigkeit, des politischen, kriegen wir es hin? Nein? Ja, ich bin da leider auch ein Akademiker. Ich habe das Recht auf Ignoranz, hein? Technisch meine ich, zumal bei Geisteswissenschaft. Also Geschichte der Polyarchie, also des Polyzentrismus, des politischen, kulturellen und später dann sogar religiösen, agonalen Pluralismus, agonaler Pluralismus. Entscheidend hierfür war das Lehnswesen. Der Feudalismus im engeren Sinn, dieses hochgradig dezentrale Herrschaftssystem entstand aus dem Bedürfnis, ohne Bürokratie, ohne professionelle Beamte und Geldwirtschaft große Räume zu sichern. Besonders im Kampf gegen die damals angreifenden Araber, Sarazenen, Ungarn, Wikinger. Es wurde namentlich von den Karolingern, freien Kriegern, Land und Leute zugeteilt mit der Auflage für dieses sogenannte Lehen, treue kriegerische Dienste zu leisten. Diese Krieger hatten die Pflicht der Selbstbewaffnung. Die Arbeit ihrer Bauern stellte sie frei für die ständige Kriegsbereitschaft und Professionalität. So schuf man eine dezentral lozierte Armee von Panzerreitern, den Rittern, die dann über 1000 Jahre eine große politische Rolle spielten. Sie waren, das war entscheidend, nicht wie ein heutiger Soldat von den Kriegsbetriebsmitteln getrennt,
hatten damit eine starke Stellung gegen ihren Lehnsherrn, der seinerseits zu Treue und Schutzgewährung verpflichtet war. Ein Herrschaftssystem auf Gegenseitigkeit. Der Lehns- und Gefolgsmann konnte seinem Herrn durch Untreue verraten, wie zum Beispiel der bayerische Herzog Tassilo, Karl der Großen, oder Heinrich der Löwe. Der Herrscher in seinem Amt versagen, wovon es auch Beispiele gibt, zum Beispiel König Wenzel, der abgesetzt wurde, oder der Papst bannte ihn wie Heinrich IV. In der Tatsache der dezentralisierten Herrschaftsmittel liegt die Ursache zu dem, was man später die deutsche Libertätenanarchie nannte. Alles und jedes Recht wurde schließlich verlehnt, sogar eine Mühle oder ein Brückenzoll. Aus dem bemühten Zentralismus Karls des Großen mit seinen Grafen und Königsboten, aus dem Versuch, an das untergegangene römische Reich anzuknüpfen, gingen bald wieder größere Stammesverbände und viele selbstständige kleinere Einheiten hervor. Otto der Große suchte sich in dieser Verlegenheit anstelle einer eigenen Bürokratie auf die römisch-katholische Kirchenbürokratie zu stützen. Aber die Bischöfe und Erzbischöfe wurden bald die eigentlichen Herren und hielten sich selbstständig fast 1000 Jahre bis 1802, 1803, der großen politischen Flurbereinigung, Reichsdeputationshauptschluss Napoleon, die Bismarck dann weiterführte. Die Salier haben es versucht, damit Angestellten, statt dieser Ritter, die sich verselbstständigt hatten, die sogenannten Ministerialen, aber sie hatten damit auch wenig Glück, denn auch diese feudalisierten sich auf ihren etwa 10.000 Burgen, die wir in Deutschland zum Teil ja immer noch haben, nicht? Ein großes dezentrales System der Flächenbeherrschung, die Burgen. Ja, so kam es, dass am Ende des 18. Jahrhunderts tatsächlich ca. 1.900 selbstständige Obrigkeiten in Deutschland gab. 1.900, darunter über 300 zum Teil armselige Ritterstaaten. Zwar gab es bis 1806 noch einen deutschen Kaiser als obersten Lehnsherrn, aber was hatte dieser Kaiser noch im Reich zu sagen? Er besaß trotz allgemeinem Landfrieden seit 1495 kein Gewaltmonopol. Schon im Mittelalter gab es ca. 3000 mehr oder weniger freie Stadtrepubliken, freie und Reichsstädte zu verzeichnen. 3000. Das waren zum Teil nur Dörfer, die man Stadt nannte, nicht? Und heute finden Sie die ja auch noch, wenn Sie durch die Provinz gehen. Viele freuen sich, dass sie diese freie Herkunft hatten. Die Bauern schufen sich mit zwar vorübergehendem Glück, aber immerhin auf einige Jahrhunderte, wehrhafte Bauerngenossenschaften wie die Dithmarschener. Aus den Dithmarschen, diesen Marschbauern, die aus der Eindeichung des Landes ihre Selbstständigkeit und ihr Selbstbewusstsein bezogen, aus diesen Dithmarschen hätten eine nordische deutsche Schweiz werden können. Leider nicht geschafft. Sie wurden dann von den umliegenden Bischöfen und Fürsten niedergezwungen. Aber noch heute in Dithmarschen sehen Sie keine Schlösser. Es sind selbstbewusste Bauern dort immer noch zu finden. Dann auch die Friesen. Lieber tot als Sklave ist eine typisch friesische ein friesisches Motto, und mit dauerhaftem Erfolg die Schweizer Eidgenossen. Die Schweiz ist die einzige deutsche gegründete politische Gemeinschaft auf genossenschaftlicher Basis. Ja? Immerhin bemerkenswert. Die sind nun leider nicht mehr dabei, aber seit 1648 erst. Ja? Läppische 300, 400 Jahre. Dazu kamen dann die vielen geistlichen Staaten, Theokratien oder Gottesstaaten, von denen wir ja auch massenhaft hatten. Nämlich die ganzen Bistümer, die Abteien, die Klöster, die selbstständig waren. Unglaublich. Finden Sie überall noch. Die sind ja meistens noch als Gebäude erhalten. Ich war kürzlich im Kloster Schöntal in Baden-Württemberg bei Backnang. Also Gottesstaaten, die am Ende über ein Drittel des Reichsterritoriums verfügten. Als man sie 1803 enteignete, gab es natürlich Entschädigungsansprüche. Und darum ist heute die Trennung von Kirche und Staat in Deutschland immer noch nicht durchgeführt. Das beruht darauf, dass man diese Staaten, diese Kirchen, geistlichen Kirchenstaaten, diese Theokratien damals beraubt hatte, um das legitime Eigentum und die Herrschaftsrechte gebracht. Schließlich gab es sogar selbstständige Reichsdörfer. Ja, sogar einzelne politisch unabhängige Bauernhöfe auf früherem Reichs- oder Königsgut. Da lacht das Herz des radikalen Libertären. Hinzu kamen die Vielzahl mächtiger Adelsfamilien wie in Bayern oder Sachsen, die sich hier ihren bürokratischen Zentralstaat aufbauten, und schließlich die großen Kolonialstaaten Preußen,
und Österreich. Die Ostkolonisation, eine besonders rühmenswerte Leistung der Deutschen im Mittelalter, war übrigens auch eine Quelle der Freiheit, weil Luft macht frei. Es war damals eine Leistung von sogenannten Locatoris, Unternehmern, die dann in großen Trecks mit den Angeworbenen, mit viel Propaganda und so weiter, in Westfalen und sonst wo, übers Land zogen und die Leute anlockten mit dem Versprechen Abgaben- und Steuerfreiheit, ja, auf Jahre und einer starken Selbstverwaltung. Das war viel mehr als die spätere so viel gelobte friedrichianische Staatskolonisation. Ein Drittel des heutigen deutschen Staatsgebiets wurde damals erschlossen für die deutschen Kolonisatoren. Ein Kapitel für sich ist der Ordensstab Preußen, von kriegerischen Mönchen aufgebaut. Die Vereinigung von Mönchtum und Krieger, zwei Extremen in einer Person, gehört zu den Merkwürdigkeiten der Geschichte. Ich meine, für den Mönch heißt es, du sollst deinen Feind lieben. Und für den Krieger heißt es, du sollst deinen Feind töten. Wie schafft man da eine Synthese? Ich finde das merkwürdig, ne? Und das scheint ja auch ganz gelungen zu sein. Ordensstadt Preußen hat sich über Jahrhunderte behauptet und auch sonst, die Ritterorden waren ja nicht ohne Erfolg. Denken Sie an Malta und... Deutschland kannte niemals eine konstante Hauptstadt. Aachen, Magdeburg, Bamberg, Nürnberg, Speyer, Frankfurt, Mainz, Prag, Wien, Bonn, derzeit Berlin. Der König regierte im Umherziehen, weil er diese keinen ständigen Sitz hatte, er hätte auch sonst nicht ernährt werden können, von Hofgut, sogenannter Pfalz, zu Hofgut und starb durch dieses ungesunde Reiseleben meistens recht früh. Die Königsgräber sind über Europa verstreut, von Palermo, Friedrich II., bis Magdeburg, Otto der Große. Es gab nicht nur keine Steuer, was ja kein Unglück ist, oder? Es gab auch kein Reichsarchiv, keine Kontinuität in der Herrscherfolge, vielfach Doppelwahlen. Und dann die italienischen Abenteuer, unsere Vorfahren eben mit diesem Ehrgeiz, das Römische Reich fortzusetzen. Ja, also eine unglaubliche Romantik und ein Anspruch und... Immerhin ein nettes Märchen, aber es hat natürlich neben den Abenteuern auch zu sehr viel Verschwendung und unglücklichen Dingen geführt. Es gab Reformversuche an diesem dezentralisierten Reich, auch von dem Kurfürsten, die ein politisches Kartell bildeten, eine Reichsaristokratie. Und die versuchten eine reguläre Steuer- und Wehrverfassung und eine zentrale Gerichtsverfassung einzuführen. Das war Ende des 15. Jahrhunderts. Das verlief mehr oder weniger im Sande. Immerhin gab es ein Reichskammergericht und eine Art ständisches Gesandtenparlament, das immerwährende Parlament in Regensburg. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es eine großartige Debatte über die Vor- und Nachteile des Kleinstaates. Geführt von Mirabeau, Rousseau, Möser, Justus Möser, der Osnabrücker, Herder, Heeren, Constant, auch Goethe, später Jakob Burckhardt, und in unseren Zeiten zum Beispiel Wilhelm Röpke oder auch Leopold Kohr. Man verglich die deutsche Vielstaatlichkeit, nämlich die Freiheit der Städte, mit den griechischen Freistaaten und dem italienischen Städte- und Staatskosmos. Die Vorteile des Kleinstaates liegen nach Meinung dieser Autoren in mangels Potenz größerer Friedfertigkeit. Ich meine, Lippe Detmold hatte eine Armee, ich weiß nicht, war es mehr als 20 Mann oder etwas weniger, die dann bei fremden Fürstendienst taten, auch bei preußischen. Aber damit konnte man keine aggressive Außenpolitik führen. Das ist der Vorteil nicht eines kleinen Staates, dass man diese Potenz dazu gar nicht hat. Allerdings natürlich viele kleine Fäden und Kleingefechte und permanente Erbstreitigkeiten. Und es hatte den Vorteil der enormen dezentralen Kulturausbreitung bis heute. Sie haben also alle unsere Provinzstädte haben meistens auch ein Theater. Das kommt aus der Zeit, wo sie mal Residenzstädte gewesen sind. Museen. Also Deutschland ist dermaßen dezentral, dicht kulturell, dass ich nur noch ein Land weiß, das dem zu vergleichen ist, und das ist Italien. Großartig. Also egal, wo man hinreist, selbst hier im Nordosten, man findet in jeder, selbst in jedem Dorf doch wenigstens eine halbwegs ansehnliche Kirche und ein Junkerrest oder ein Junkerschloss, wo man sieht, er hat sich Mühe gegeben. Ja, also auch ein bisschen repräsentativ zu erscheinen, sonst viele sind auch nur bessere Bauernhöfe. Ja, also Kulturausbreitung, wunderbar. Also die Dichte, die kulturelle Dichte in Deutschland ist wirklich großartig. Und
das wird gar nicht geschätzt und das führt auch nicht zu einem besonderen Stolz oder so. Ich wundere mich. Dann hat natürlich diese Dezentralität, Städte, Bauern, Bistümer und sowas, auch den großen Vorteil, dass sie in Wettbewerb miteinander sind und damit die Freiheitsmöglichkeiten erweitern. Es gibt einen von Fritz Reuter überlieferten fiktiven Dialog zwischen einem Duodezfürsten Mecklenburg-Strelitz und einem aufsässigen Untertan. Und der Fürst sagt: Hiermit befehle ich Ihnen, mein Land innerhalb von 3 Tagen zu verlassen. Da antwortet der Untertan: Majestät, 15 Minuten werden mir dazu genügen. Schauenburg-Lippe, auch eines dieser bezaubernden kleinen Staaten, auch heute noch, sehr hübsch. Ja, dort hat jemand den Spott getrieben, dass er gesagt hat, dass die Kegelbahn so nicht gerade, sondern etwas rund geht, weil man sonst die Landesgrenze gleich verletzt hätte. Ja? Dieser Spötter war übrigens Hermann Löns. Also Wettbewerb, die große Freiheit, dass man einfach ein Land verlassen kann. Und auch früher im Mittelalter schon die konkurrierenden Gutshöfe und so weiter, man hatte es nicht schwer, woanders hinzugehen. Versuchen Sie das mal auch nur als Unternehmer in einem möglichen europäischen Steuer- oder Finanzkartell. Sie entkommen ja nicht, aber hier haben Sie einen echten Wettbewerb. Stadtluft macht frei, Sie können in die Städte abwandern. Ja? Und wenn Sie von einem Landesfürsten verfolgt werden, oder vom Kaiser verfolgt werden, wie Luther, dann findet sich bestimmt einer, der sich ihrer erbarmt. Nicht also wie damals auf der Wartburg. Der Herr von Thüringen ist übrigens auch ein Beispiel. Und der unglaublichen Anarchie von Herrschaften. Also es ist wirklich ein Paradies von kleinen Fürstentümern, die miteinander im Wettbewerb lagen und sich bemühten, möglichst viele Künstler, auch Kapital, auch Wissenschaftler anzuziehen. Ja? Das ist auch mit ein Faktor der späteren deutschen Größe, dass hier überall Zentren, ja, Universitäten und so weiter. Diese Kleinstaaten, übrigens die thüringischen, hielten tatsächlich bis 1920 durch, also bis zur Weimarer Republik. Deutschland wurde ein politisches und ein ökonomisches Experimentierfeld mit wunderbaren Musterstaaten, wie zum Beispiel in meiner Nähe, den Gartenstadt Dessau. Gehen Sie da mal hin und gucken Sie mal vor allen Dingen, wie das entstanden ist und was immer gewesen ist. Ja, ein einziges Paradies an Schönheit und an Ökonomie. Es war ein physiokratisches Experiment des Fürsten Franz oder auch das physiokratische Baden. Man macht auch Verfassungsexperimente, politische, im ganzen 19. Jahrhundert. Die Demokratisierung in Deutschland verzog sich eben nicht durch eine zentrale Revolution, das scheiterte 1848, sondern durch dezentrale langsame Schritte in diese Richtung Rechtsstaat und Demokratie. Vor allem wurde aber von den Verfechtern des Kleinstaates gerühmt, dass sie menschengemäßer sind im Sinne der Übersichtlichkeit und der Identifikationsmöglichkeit des Bekanntseins miteinander, des sozialen Zusammenhalts. Die große religiöse Sezession Martin Luthers darf man auch nicht vergessen. Das war eine religiöse Sezession von unglaublichen Folgen. Ja? Sie brach nämlich das Glaubensmonopol der römischen Kirche und sorgte, obwohl Luther selber nichts weniger als tolerant war, für agonalen Pluralismus, religiös auch in dieser Hinsicht. Unter dem Gesichtspunkt der von vielen von uns ja vertretenen, auch von mir, naturrechtlichen gleichen Freiheit, muss man einräumen, dass es sie nicht gab. Alle diese Gebilde waren mehr oder weniger ständisch kooperativ gegliedert. Trotzdem das Entzücken von einer großen Schriftstellerin, Ricarda Huch. Es gab abgestufte Freiheiten und Rechte, einen, wie Max Weber das nennt, Privilegienrechtsstaat. Nicht die gleiche Freiheit, wie sie dann der moderne bürokratische Frechenstaat im 18. und 19. Jahrhundert mit Entmachtung aller Zwischengewalten durchsetzte. Auch Freihandel war weitgehend unbekannt. Es gab selbst innerhalb eines Territoriums eine Vielzahl von Zöllen, Binnenzölle. Am Rhein zum Beispiel im 15. Jahrhundert 64 Zölle. Also diese sympathischen Burgen, ja, die wir heute unter romantischen Gesichtspunkten loben, in vielen Liedern besingen, das waren eigentlich das waren Mittel, um die Leute auszuquetschen, finanziell, die dort als Händler durch die Straßen zogen. Am Rhein sagte ich 64, auf der Elbe waren es nur 35.
Das Königreich Preußen war bis zum Zollverein kein einheitlicher Wirtschaftsraum. Also Binnenzölle können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Es ist wie wenn jetzt hier an der Grenze zu Brandenburg Zölle erhoben wurden, nicht? Und nicht nur das, wurden eben auch Wegezölle, also Maut, das ist überhaupt nichts, keine neue Erfindung. Sogar eine Brücke konnte man ja verleihen und der Betreiber, der lebte dann davon, dass die Leute, die über die Brücke zogen, das Modell gibt es übrigens inzwischen hier auch in Deutschland, dass die dann ihre Gebühr entrichteten. Wie sich zeigte, waren die größten Nachteile der deutschen Poliarchie, es kommt nicht auf die andere Seite, es hat eben alles zwei Seiten, ne? Die Hilflosigkeit gegen die Attacken der zentralisierten Großstaaten. Das zeigte sich grausam im Dreißigjährigen Krieg, wo das hier ja ein Objekt war, der Schlachten auch fremder Staaten. Grauenhaft, es war überhaupt eine noch größere Katastrophe, möchte ich sagen, als 1945. Ein Drittel der Bevölkerung weg, ja. Und das Land wirklich tot. Sie kennen vielleicht den Roman Simplicissimus, Remmelshausen, da wird das hier alles geschildert und das ist auch sehr schön verfilmt mit Matthias Habig. Und nicht nur 30er Krieg, Ludwig XIV. Anschließend, Zerstörung der Pfalz und so weiter, Heidelberg. Dann besonders Napoleon, der ja Deutschland zum großen Teil unterworfen hat, Frankreich eingegliedert, alles linksseitig des Rheins bis zur Elbe. Und Bismarck setzte dessen Werk gewissermaßen fort, indem er eben die Zentralisierung forcierte. Immerhin gibt es ja gegen diese Gefahr, worauf sowohl Mirabeau als auch Wilhelm Röpke hinweisen, Bündnisse. Man kann sich föderativ zusammenschließen, so wie ja auch in der NATO viele kleine europäische Nationalstaaten, allerdings mit einer ganz dominierenden Macht, eine Schutzorganisation gebildet haben. Oder Athen, die athenische Zeit, der attische Seebund und so etwas. Also das ist die Chance der Kleinen, sich dann gegen die Erpressungen der Großen zu behaupten. Und an diesen Bündnissen fehlte es auch nicht. Nicht nur die Hanse als ein wunderbares Beispiel einer praktisch ohne zentrale Bürokratie einigermaßen funktionierenden Handelsbündnisses, und immerhin mehrere hundert Jahre auch existiert, unterlag dann allerdings auch den zentralisierten Großstaaten ringsum. Und natürlich die ganzen Städtebünde des Mittelalters, schon vorher der Rheinische Städtebund, der Schwäbische Städtebund und so weiter, war ein Versuch der Städte, ihre Unabhängigkeit gegen die aufkommenden adligen Großfamilien, die Fürstenstaaten, zu erhalten. Aus der Erfahrung der demütigenden Napoleonzeit erwachte dann die große Einheitsbewegung, die Bismarck sich zunutze machte. Aber selbst das Bismarck-Deutschland war noch ziemlich dezentral. Es war als Bündnis der Fürsten entstanden. Die Fürsten hätten es auch wieder auflösen können. Das war ein Plan sogar von Bismarck, das wieder zu tun. Als er in die Defensive kam mit der Sozialdemokratie und so weiter, hatte er Staatsstreichpläne. Und dazu gehörte eben die Idee, mit den Fürsten, die eigentlichen Herren dieses Reiches ja hätten sein sollen, dass er dieses Gebilde wieder auflöst. Den noch dezentralisierten Einheitsstaat brachte erst die Weimarer Republik, die ich unter demokratischen Gesichtspunkten natürlich gut finde, aber unter liberalen Gesichtspunkten ist die Weimarer Republik eine Katastrophe. Ja? Achso, die Sozialversicherung mit Verfassungsgarantie versehen, das Arbeitsrecht da eingebrochen, das Tarifkartell. Also es war ein Mischmasch aus Kapitalismus und Kollektivismus, Sozialismus. Ein Kompromiss war die Weimarer Republik und vielleicht auch an dieser Kompromissnatur, ihrer Unbeweglichkeit dann während der großen Krise, ist sie gescheitert. Den absoluten Zentralismus gab es eigentlich nur im Dritten Reich und in der DDR. Ich würde nicht sagen, dass es Vogelschiss ist, verglichen mit den eben betrachteten über 1000 Jahren, aber es war doch eine relativ kurze Epoche. Nicht? Ich meine, 12 Jahre ist nicht gerade sehr imponierend, aber was das Bewusstsein, Geist, Seele, Einstellung der Deutschen betrifft, furchtbaren Folgen, nicht, die wir heute ja alle beklagen. Das Trauma wirkt ja heute noch nach. Und nie gab es mehr Kämpfer gegen Hitler als 70 Jahre nach seinem Tod. Leider zu spät. Auch das aktuelle Deutschland ist ein Bundesstaat. An die Länder und an die noch relativ starke Kommunalverwaltung lassen sich Struktur und Namen die Steuerreformen sehr gut anknüpfen.
Es gab sogar mal so einen Ansatz zu einer Föderalismusreform vor allem, wo also wirklich die, der Wettbewerbsföderalismus wieder auflebte als Gedanke, aber das Entscheidende geschah nicht, nämlich die Steuerhoheit der Länder. Für weitergehende Autonomiebestrebungen im Sinne einer Sezession nach Art des Mittelalters sehe ich, wenn das hier auch einige enttäuscht, aber es sind einfach die Fakten, keine Stimmung. Keine aktiven politischen Bewegungen, auch nicht in den sogenannten Freistaaten, nämlich Bayern und Sachsen. Also selbst die dort größten Patrioten in diesen Ländern sind nicht für die Sezession. Und das wollen auch die freien Hansestädte nicht. Freie Hansestädte, ja, die haben ja wenigstens noch auch eine Riesentradition, waren einmal wirklich selbstständig, auch Lübeck übrigens oder Rostock. Also da sehe ich schwarz. Ne? Ich glaube nicht, dass hier vorläufig Bayern, also in absehbarer Zeit Bayern, sich abtrennen wird von Sachsen. Selbst wenn die AfD dann noch so stark sein wird, das sehe ich auch bei der AfD nicht, ja, muss ich Ihnen sagen. Der zentralisierende Wohlfahrtsstaat, zunehmend auch die europäische Bürokratie, überlagert leider alles. Also der Wohlfahrtsstaat und die Bürokratie zerstört eigentlich das ganze Freiheitsgefüge, das Dezentrale, auf das wir angewiesen sind, die Kommunalverwaltung, denken Sie an den Finanzausgleich und sowas. Und natürlich die europäische Bürokratie, das ist ja noch schlimmer. Ja? Das wird auf der höchsten Ebene alles, was darunter platt gemacht, mit einheitlichen Direktiven, bis hin zum Sprachgebrauch oder zu maximalen oder minimalen Urlaubszeiten, was da nicht alles inzwischen reguliert ist. Ich möchte übrigens nebenbei bemerken, dass aus dem Alten Reich, das 1803/6 untergegangen ist, auch bis heute mehrere deutschsprachige Kleinstaaten hervorgegangen sind. Das muss man sich auch mal wieder klar machen mit Distanz. Ja? Das hat nichts mit Großdeutschland zu tun. Also ganz objektiv ist es so, dass deutschsprachig, deutschkulturell geprägt Österreich, die Schweiz, Luxemburg und dann das Wunder Liechtenstein. Ja, das Ideal natürlich, der Sezessionisten, die sich freuen, dass da jede Kommune nach der neuen Verfassung von, glaube ich, 2003, abtrennen kann von. Das könnte man übrigens in abgemilderter Form auch in der deutschen Verfassung so machen. Warum ist es nicht möglich, dass eine Gemeinde wieder sich selbst nach den riesen zentralisierenden Gemeindereformen sich wieder selbst regiert, dass sie einen eigenen Gemeinderat wieder hat? Warum ist solch eine Loslösung auch von Länderteilen und so weiter nicht möglich? Warum ist das alles konservativ, strukturkonservativ erstarrt? Das wäre nicht nötig, ohne dass man deswegen Deutschland aus den Angeln heben muss. Ja? Ich habe es mal versucht in Remagen, dort ein Stadtteil, der heißt Oberwinter. Ich habe mich da erkundigt, wie ist die Möglichkeit, dass wir uns von Remagen wieder trennen. Wir haben hier einen Bürger von Remagen direkt vor mir, Herr Schweizer, obwohl die müssen ja nicht Remagen heißen, nicht? Und nicht Schweizer, ja, gut. Ja, Oberwinter, ja. Oder Herr Oberwinter, ja, richtig. Vollkommen falsche Benennung. Ja, ist nur unter Unglaublichen. Sie können das natürlich erzwingen. Auch Bayern kann die Loslösung erzwingen. Da müssen Sie erstmal eine riesen Volksbewegung haben. Und da muss es natürlich auch eine Volksabstimmung geben. Dann darf die nicht so verlaufen wie in Katalonien, 50-50. Ja, dann haben Sie es sehr schwer, ne, sowas dann in die volle Unabhängigkeit zu führen. Insgesamt möchte ich sagen, und damit möchte ich Ihnen auch Mut zu einem deutschen Geschichtsbild machen, zu einem positiven deutschen Geschichtsbild. Ja, nicht nur immer diese furchtbaren Dinge. Dass Polyzentrismus, Vielfalt, Pluralismus, Wettbewerb von Anfang an das Leitmotiv der deutschen Geschichte ist. Schon bei den alten Germanen, die miteinander in den Krieg lagen. Nicht? Also mit Mühe und Not hatte Arminius, ein römischer Bürger, heißt eigentlich Gaius Iulius Arminius übrigens, ein paar Stämme zusammenbekommen, auch nicht alle. Hatte selber eine eigene Familie, hatte ja Ärger mit Leuten, die auf der Seite Roms waren, mit seinem eigenen Schwiegervater zum Beispiel. Also selbst die germanischen Zeiten, das war ein Trost der Römer, lagen die Stämme ständig miteinander im Krieg, im Konflikt, und das war eine gewisse Beruhigung für die Römer, eben eine gewisse Zeit zumindest. Der preußisch-deutsche Einheitsstrom des 19. Jahrhunderts war nur ein Zwischenspiel. Es gibt viele Strömungen. Ganz Süddeutschland war davon eigentlich nur ganz kurz betroffen. Nun ist dieses Zwischenbild ist dann ja an der Überspannung gescheitert. Überlegen Sie mal, so ein Gebilde gegen die ganze Welt im Krieg, ja, gegen die Supermächte, alle. Ich meine, dazu gehört auch etwas an politischer Reife, es dahin zu bringen. Ja. Muss nach 14, 18 und dann nochmal schlimmer. Wie kann man Russland und
Amerika gleichzeitig den Krieg erklären. Ja. Ja. Seit 1990 haben wir nun den deutschen Kernstaat wieder und er wird sich bewähren müssen. Er wird das aber nach meiner Meinung nur können durch echten Föderalismus, echten Kommunalismus, das heißt überall echte Steuerrechte und Kompetenzen und eine starke Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft übrigens im Begriff von Sezessionsgeist. Ja, da finden ja ständig Sezessionen statt, in dem Sinne, dass Unternehmenseinheiten sich selbstständig machen, dass ein Angestellter mit dem Wissen, das er hat, im Speziellen eine eigene Firma gründet. Es ist auch ein ständiges Sterben von Unternehmen, eine ständige Auslese auf diesem Markt. Im Politischen findet das auch statt, nur eben sehr viel langsamer. Was in Deutschland täglich stattfindet, ist eben auf der internationalen Bühne relativ langsam, schwerfällig und selten. Ja, ich denke, für dieses Deutschland des Polyzentrismus, Macht nach unten und nicht nach Brüssel oder sonst wohin, zu werben, ist des Schweißes der Edlen wert. Und einige dieser Edlen sind hier versammelt und ich mache Ihnen Mut, in diese Richtung weiter fortzufahren. Vielen Dank.